Ich bin dein Vater. I love you, ooh. I love you, yes I do. Hallo und willkommen. Heute machen wir mal eine kleine, erstmal herzlich willkommen zur Wiederholung. Macht mir einmal mal ein Abo, ein Like oder Kommentar. Zuallererst erstmal, bevor es hier weitergeht. Erstmal, ich wünsche euch allen einen schönen Abend, denn ich mache hier gerade was am Abend und ich habe mir so ein bisschen was überlegt. Ich öffne erstmal WhatsApp. Es geht über ChatGPT bzw. Neuroflash immer noch. Ich habe noch meine Datenkarte mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Ein paar Geschichten zum Beispiel vielleicht mal erstellen. So Art Brennpunkt. Also ich will die Programme etwas reizen, natürlich. Ich möchte gerne wissen, wie fürsorglich schreibt mir das Programm, beziehungsweise hat das Programm auch Grenzen? Wo hört es auf? Oder wo sagt das Programm, tut mir leid, du bist mir etwas zu merkwürdig, lieber Stefan. Aber ich will einmal mal wissen, wo hört das Programm auf, wie fürsorglich ist das Programm, wie reagiert das Programm. Und deswegen habe ich mir so ein paar kleine Geschichten vielleicht erstellen, mal gucken, wie das funktioniert. Zum Beispiel Flucht aus der DDR. Da ist die Kreativität, aber auch die Fürsorglichkeit gedacht. Dann zum Beispiel, ich habe Angst vor der Zukunft. Ich werde, jetzt kommt jetzt eine Art Grenzüberschreitung, eventuell. Ich werde an Krebs sterben. Dann geht es weiter. In der Natur kann ich mich am besten erholen. Dann ist zum Beispiel eine psychische Sache. Ich habe jede Nacht Albträume. Oder kannst du mir bei einer Bewerbung helfen? Oder schlag mir einen Bewerbungstext vor. Dann kommt mir was ganz, ganz Grenzwertiges, um mal rauszufinden, wie geht das Programm vor. Zum Beispiel ich, als ich vergewaltigt wurde. Ist echt ein böses Thema, macht man keine Scherze mit, aber ich will wissen, wie ChatGPT bzw. Neuroflash damit umgeht. Dann meine Ausbildung zum Erzieher. Also was sagt das Programm, wie eine Ausbildung zum Erzieher aus der Ich-Perspektive oder aus der kreativen Perspektive reagiert? Dann meine erste Freundin oder für die Mädels mein erster Freund oder für die Jungs mein erster Freund oder für die Mädels meine erste Freundin. Heutzutage ist alles möglich. Dann der typische Schultag. Ist das Programm eher in der Vergangenheit fixiert beim Schultag oder ist das in der neuen Realität fixiert? Das weiß ich ja nicht. Das werden wir mal rausgucken. Dann kommt mir was ganz Grenzwertiges, zum Beispiel, was sagt das Programm zum Beispiel, ich kann jetzt jede andere Krankheit nehmen, zum Beispiel du oder ich habe eine Hepatitis B, A oder HIV oder sonstige Erkrankungen. Und das sind so die Punkte, die man einmal mal guckt, wo man die mal probieren kann. Ich sage erstmal Neuroflash. Ich habe nämlich gefunden Geschichten aus der Ich-Perspektive und dann eine hier kreative Geschichte. So, nutze die Textvorschläge oder schreibe einfach nur los, drauf los. Die Flucht aus der DDR war schrecklich für mich. Punkt. Was macht dieses Programm jetzt daraus? Macht das irgendwelches Counterbeige? Weiterschreiben? Oder erzählt das, fängt das Programm jetzt an, eine Geschichte zu erzählen? Gut. Damals, als ich noch ein kleines, ich bin ja ein Junge, ich weiß ja, was ich unten habe und was ich oben nicht habe. Junge war, als ich noch ein kleines Mädchen, damals ich noch
Was? Damals ich noch ein kleines Mädchen und hatte keine Ahnung, was los war. Also das Programm fängt schon mal damals an. Das ist ein komplett konfusen Satz, das man schreibt, den man erstmal umschreiben muss. Der für mich, selbst als Sprachlaie, weil für mich ist in der Sprache absolut keine Logik, schwierig ist. Erzähl mir eine Geschichte. Was hat denn das hier Geschichte, Ich-Perspektive? Geschichte, ich. Perspektive. Ich denke mal, die Programme arbeiten alle nach dem gleichen Prinzip. Was macht das Programm? Also ich habe jetzt den gleichen Ansatz, aber und den gleichen Beginn genommen und warte ab, was das Programm daraus macht. Schreibt das den gleichen Kauderwelsch? Erstmal, schreibt es überhaupt etwas? Oder schreibt es irgendwelchen Kauderwelsch? Es tut mir leid, dass. So, jetzt können wir es mal hier fallen lassen. Das war nicht mein Ziel. Ihr seht schon selber. Weg. Gut, okay, nochmal neu. Okay. Erzähl mir eine Geschichte. Was macht er da? Es war einmal ein junger Mann namens Max. Okay, der hat immer den Namen Max, der in der DDR aufgewachsen ist. Aber okay, er war unzufrieden mit dem System. Okay, und träumte davon, in den Westen zu fliehen. Nach 4 Monaten des Plans und Vorbereitens traf er endlich eine Entscheidung. Okay. Eines Nachts, als ich. Okay, mach mal weiter hier. Und hier machen wir auch mal weiter. Also, wir haben erstmal rausgefunden, der erste Satz ist erstmal total für den Arsch. So. Damals war ich noch ein. Kleiner Junge und hatte keine Ahnung, was los war. Also damals war ich noch ein kleiner Junge und hatte keine Ahnung, was los war. Es hört sich erstmal schon mal besser an, weil hier nicht was fehlt. Meine Familie packte in aller Eile unsere Sachen und verließ das Haus in der Nacht. Wir mussten über die Grenze nach Westdeutschland flüchten. Achso, ja, fliehen. Fliehen ist die Zukunftsperspektive. Genau, flüchten ist ja die Vergangenheit. Weil mein Vater politisch Verfolgter war. Weil mein Vater politisch. So. Ihr seht, ihr könnt hier das auch etwas ändern. Ah, stimmt, Dankeschön, Programm. Verfolgt wurde. Die Flucht war gefährlich und wir wurden fast erwischt. Aber wir hatten es geschafft und sind in den Westen gekommen. Die DDR ist Geschichte, aber für mich ist sie immer noch real. Ich denke oft an die, ja, Zeit zurück, als ich bin schon ganz schön müde, als ich ja mit meiner Familie auf der Flucht war. Es ist schwer zu glauben, dass das alles passiert ist. Okay. Dass wir damals so viel Glück hatten. Na gut. Ich war selber, wie gesagt, ein DDR-Flüchtling. Der erste Punkt ist mir aus meiner persönlichen Erinnerung eingefallen. Was da in diesen Flüchtlingscamps und in den Hotels abging, das ging unter keine Kuhhaut.
als kleiner Junge, da war ich nur duschen und baden, wenn meine Eltern dabei waren. Alleine ging gar nicht, weil ich nicht wusste, ob ich danach als Jungfrau wieder rauskomme. Bei den ganzen Perversen, die da irgendwie aus der Ostukraine und aus den anderen Ländern ankamen, in Ungarn und Tschechien und so weiter. Also man klappt nicht, wenn man das nicht selbst erlebt hat, was da so alles losgeht. Aber darüber darf man ja nicht sprechen. Gut. Gelungen und entkommen. Okay, dass wir damals so viel. Wir hatten das mal geschrieben, Tschechien. Damals war es auch die Tschechoslowakei. Ja, was sagt er hier? Genau, Tschechien. Ich bin kein Deutschmeister, aber Tschechien, Ungarn, Österreich und die Schweiz. Haben uns Schutz ge geben. Bis wir, war bis ich und meine Eltern nach Westdeutschland durften. Weiterschreiben. Meine Eltern und ich. Okay, das hört sich. Da stimmt. Ja, du Bram. Nee, da. So, weiterschreiben, mal gucken. Das ist jetzt die realistische Version hier. Dort haben wir ein neues Leben angefangen. Dort haben wir ein neues Leben angefangen. So, der Schwarzwald war unser erstes neues Heim im Westen. Was macht er jetzt? Arbeitet. Ihr seht, ihr müsst auch selber Ideen mit dazu bringen, sonst macht, dann fängt er nichts anderes an. Also das Programm arbeitet nicht zu 100% von alleine. Ihr müsst auch selber Ideen dazu bringen. So, ich habe mich aufgeregt als klein, was? Ich mich wie aufgeregt ich als kleines Kind war. Ich weiß. Wie aufgeregt ich war als kleines Kind. Hab mal, warte mal. Ich weiß, wie aufgeregt ich war als kleines Kind, endlich in den Westen zu kommen. Okay. In der DDR gab es keine Farben. Alles sah grau und trostlos aus. In den Geschäften gab es nichts zu kaufen. Und die Menschen waren immer so unglücklich. Na gut. Als kleines Kind kann das schon was sein, aber viele waren im Osten auch schon glücklich, weil sie brauchten ja nicht mehr. Sie wollten auch nicht mehr. Also einige. Ich rede jetzt nicht von allen. Aber viele wollten noch weg, weil sie sich eingesperrt gefühlt haben. Also man kann es aus der Perspektive sehen, man kann es aus der anderen Perspektive sehen. Ich war froh, im Westen zu sein, als eher im Osten. Es war ein schrecklicher Ort zum Leben. Aber sobald wir die Grenze überquert hatten,
war alles anders. Die Landschaft war grün und voller Blumen und die Häuser farbenfroh. Genauso wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Ich weiß noch, dass ich damals dachte, jetzt bin ich endlich zu Hause. Heute lebe ich mit meiner Familie in Berlin. Okay, der Stadt, in der ich nicht geboren wurde, aber das weiß das Programm ja nicht, das kann ja nicht alles wissen. Obwohl die DDR lange Zeit Teil von Deutschland war. Obwohl die DDR lange Zeit Teil von Deutschland war. Okay. Gut, das bezieht sich jetzt auf die Länder überzogen und nicht auf die Person selber. Fühlte sie sich für uns doch immer fremd an. Als kleines Kind weiß man das ja meist nicht. Aber nachträglich kann man es schon so sehen. Jetzt ist Deutschland vereint und Berlin ist endlich unsere Heimatstadt. Ein Ort, an dem alle willkommen sind. Okay, ich lasse mal weiterschreiben. Ich habe dementsprechend, ich habe dem erstmal nichts auszusetzen. Heute lebe ich mit meiner Familie in Berlin. Hat das sich schon? Okay, ein Ort, an dem alle willkommen sind. Okay. Macht er nicht mehr weiter? Okay, irgendwas ist da, wa? Export und Teilen. Jo. Wir hatten damals keine Ahnung. Jetzt muss ich mal gucken, hat er jetzt irgendwo anders weitergemacht? Damals die Flucht. Ich gehe jetzt mal hier durch, ja? Weil hier hat er gerade irgendwas total verschoben. Hier hat er gerade irgendwas total verschoben. Die DDR ist Geschichte, aber für mich ist sie immer noch real. Okay, ich denke oft an die Zeit zurück. Es ist schwer zu glauben, dass das passiert ist. La 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 la, Tschechien, bla bla bla. Ich wäre nicht. So. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, okay. Was aus unserer Familie geworden wäre, wenn wir in der DDR geblieben wären. Okay. Wir hatten damals keine Ahnung, was uns im Westen erwartet. War ja auch so. Aber ich bin froh, dass wir es herausgefunden haben. Die Freiheit ist etwas Besonderes. Und ich bin dankbar für jeden Moment, den ich sie genießen kann. Was? Ich bin dankbar für jeden Moment, den ich genießen kann. Okay, machen wir mal das weg, den ich genießen kann. Und machen wir mal hier runter. Ja. Nee. Ja, ich weiß, wie aufgeregt ich war als kleines Kind. So. Alles war so neu und anders. Wir mussten uns erst an die neue Umgebung gewöhnen, aber bald haben wir Freunde gefunden
und unseren Platz im Dorf eingenommen. Jetzt 25 Jahre später lebe ich in Berlin, der Stadt, in der ich schon als kleines Kind geliebt habe. Also die Stadt, die ich schon als kleines Kind geliebt habe. Okay, würde ich jetzt anders formulieren. Berlin ist nicht gerade schön, da habe ich auch harte Zeiten erlebt. Ich bin glücklich hier und fühle mich zu Hause, aber manchmal denke ich an meine Familie zurück in Ostdeutschland und hoffe, dass sie auch so gut getroffen hat. Und hoffe, dass sie es auch so gut getroffen hat, nach der Wende endlich in den Westen zurückzukommen. Okay, in der DDR gab es keine Farben. Okay, das hat er also dazu gedichtet. Ich nehme das jetzt mal raus. Gab es keine Farben, alles war grau und trostlos, bla 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 bla. Es war ein schrecklicher Ort, bla 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 bla. Dann kopiere ich das hier ein. Hier hat er natürlich jetzt ein bisschen wieder übertrieben, aber ich muss sagen, das Programm hat was echt Gutes draus gemacht. Ich werde das jetzt mal, wenn ich jetzt hier auf Export gehe, als exportieren als HTML. Schließ mal den Mist. Ich öffne jetzt mal Word. Oder ich öffne jetzt mal gleich ein ganz anderes Programm. ChatGPT. Ich öffne gleich mal das mit der wahren Liebe. Das, was wir schon hatten. So, und hier? Ne. Lassen wir gleich mal raus. Dann gehe ich gleich mal hier drauf. Ich werde jetzt, wie gesagt, ich hab euch ja ein paar Punkte gesagt. Wir können ja einige Sachen mal bei ChatGPT durchgehen. Mache ich jetzt auch mal während mit den Aufnahmen. Und dann schreibt er sogar ordentlich auf. Das ist ja mal echt der Hammer. Cool. Super. Als kleines Kind. Hier. Rechtschreibung funktioniert ja auch. Hat das Programm auch richtig erkannt? Ich speichere es gleich mal ab. Ja, da haben wir auch schon eine ganze Weile, haben wir jetzt auch schon echt viel gemacht. Muss ich sagen. Also, das Programm Neuroflash. Ich wollte eigentlich ChatGPT probieren. Mal gucken. Weiter. Das Programm hat jetzt nicht weitergemacht. Was hat denn das Dings hier rausgeworfen? Bei ChatGPT. Es war mal ein junger Mann namens Max. Max ist der Lieblingsname hier. Der in der DDR aufgewachsen war. Er war unzufrieden mit dem System und träumte davon, in den Westen zu fliehen. Ich schreibe ich mal, erzähle weiter. Erzähle weiter, mal gucken. Zu fliehen. Die Flucht war schrecklich für ihn. Er war alleine, verängstigt und hatte Angst, entdeckt zu werden. Er hatte Angst, dass er gefangen genommen werden würde und nie wieder Freiheit erleben würde. Okay. Aber Max gab nicht auf. Er kämpfte sich weiter und schaffte schließlich die Grenze zu überqueren. Okay. Als er endlich in den Westen kam, war er erschöpft und emotional ausgelaugt. Aber auch unendlich erleichtert und dankbar. Er hatte es geschafft. Er war frei. Max bekam
begann ein neues Leben im Westen und vergaß nie, wie schwer die Flucht aus der DDR für ihn gewesen war. Er erinnerte sich immer daran, wie viel Mut und Entschlossenheit ist doch scheißegal, Erschlossenheit, er aufbringen musste, um seinen Traum von Freiheit zu verwirklichen. Und das Programm schreibt immer noch weiter. Max hatte Schwierigkeiten, sich. Er hatte Jahre damit verbracht, unterdrückt zu werden, und hatte Schwierigkeiten, sich auf die Freiheiten einzustellen, die er jetzt hatte. Er hatte Angst, dass ihm jederzeit alles genommen werden kann, könnte. Und das hielt ihn nicht davon ab, sich vollständig auf sein neues Leben einzulassen. Aber er hatte einen starken Willen und er wusste, dass er sich nicht von seiner Vergangenheit unterdrücken lassen würde. Frosch. Gut. Er fing an, sich umzusehen und seine Umgebung kennenzulernen. Er traf neue Leute und lernte von ihnen. Er nahm an Kursen teil und baute sich ein neues Netzwerk auf. Er arbeitete hart, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern, und er begann, seine Träume zu verwirklichen. Max erkannte, dass das Leben im Westen nicht perfekt war, aber er wusste auch, dass er hier die Freiheit hatte, sein eigenes Leben zu gestalten. Er hatte die Möglichkeit, seine Ziele und seine Träume zu verfolgen, ohne Angst vor Repressionen. Mit der Zeit begann Max sein neues Leben zu genießen. Er war dankbar für die Chance, die er hatte, und er war entschlossen, das Beste daraus zu machen. Er hatte sich in einen starken, unabhängigen Menschen verwandelt. Wow! Der seine Träume verfolgte und erfolgreich war. Max' Geschichte zeigt, dass es möglich ist, selbst in schwierigen Umständen eine neue Chance zu bekommen und erfolgreich zu sein, solange man den Mut hat, seine Träume zu verfolgen. Jetzt hört sich das schon an, als wäre es ein Ende. Was passiert, wenn ich jetzt hier weiter schreibe? Erzähl weiter. Und das Programm schreibt und schreibt und schreibt. So, wollen wir mal weitermachen. Max begann, in seiner neuen Heimat Karriere zu machen. Er hatte seine Leidenschaft für Technologie entdeckt und beschloss, ein Unternehmen zu gründen, das innovative Lösungen im Bereich anbietet. Er arbeitete hart, um sein Unternehmen aufzubauen, und es wuchs schnell. Innerhalb weniger Jahre hatte er ein erfolgreiches Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern. Er hatte ein Team von talentierten Menschen und sich gesammelt, die genauso leidenschaftlich waren wie er, und zusammen erreichten sie große Erfolge. Max war stolz darauf, dass er es geschafft hatte, seine Träume zu verwirklichen und andere Menschen dabei zu unterstützen, ihre Träume zu verwirklichen. Er hatte nie vergessen, woher er kam, und er wusste, dass er ohne die Herausforderungen, denen er in der DDR ausgesetzt war, nicht der Mensch geworden wäre, der er heute war oder ist. Er hatte auch nie vergessen, wie schwer die Flucht aus der DDR für ihn gewesen war. Und er hatte sich vorgenommen, anderen Menschen zu helfen, die in ähnlichen Situationen waren. Er gründete eine Stiftung, die Menschen unterstützt, die aus autoritären Regimen fliehen mussten, und half ihnen, sich in ihrem neuen Zuhause einzuleben. Meine Fass aber auch. Max' Geschichte inspirierte viele Menschen und zeigte ihnen, dass es möglich ist, aus schwierigen Umständen zu entkommen und erfolgreich zu sein, solange man den Mut hat, seine Träume zu verfolgen und hart zu arbeiten. Er hatte bewiesen, dass es möglich ist, aus einer schwierigen Vergangenheit eine erfolgreiche Zukunft zu machen. Und das half vielen anderen Menschen, die in ähnlichen Situationen waren. Atmen. Meine Fresse aber auch. Aber ihr seht schon, das Programm ist echt der Hammer. Diesen Text kopiere ich mir auch mal hier raus. Ich mache jetzt mal hier Neuroflech. Neuro. Und dann kommst du mir hier ran.
So. Chat. GPT heißt es dann. Also das soll für ChatGPT bedeuten. Gut. Das Programm hat das zumindest diesmal auch richtig aufgeschrieben, im Gegensatz zum letzten Mal. Wo es dann wirklich runtergerattert hat. Wo man dann, hier zum Beispiel. Ich muss sagen, es war echt cool. Erzähl mal eine Geschichte. Ich mache das jetzt mal weg hier. Okay, dann haben wir das hier. Erzählen wir weiter. Und ihr seht schon, das Programm hat ordentlich was drauf. Das nächste Mal werde ich eine der anderen Knackpunkte mal mit reinnehmen. Zum Beispiel jede Nacht Albträume oder Bewerbung oder meine Ausbildung oder das mit der Natur oder ich habe Krebs, ich werde an Krebs sterben oder sonst was. Wir werden einfach mal alle Szenarien mal durchgehen, immer mit der Zeit. Erstmal danke fürs Zuschauen, bis dann noch viel Spaß und tschüss.